wütend. Wütend ist ein Adjektiv vom Wort Wut. Wer von Wut ergriffen ist, der ist wütend. Man selbst kann wütend sein, man kann eine wütende Phase haben und man kann natürlich auch wütende Worte sprechen. Wüten hat auch etwas mit dem Wort, dem Verb wüten zu tun. Wer wütet, der ist wütend und wer Wut hat, der wütet und so weiter. Also wüten heißt dann eben schlimme Dinge tun, Dinge sagen und tun, die schlimme Dinge machen. Und so ist es wichtig, dass du deinen Geist beherrschen kannst. Im Ayurveda sprechen wir von drei Doshas, Vata, Pitta und Kapha. Und Pitta ist das Feuerprinzip. Und Feuer ist zum einen Begeisterung und die Kraft, etwas umzusetzen, ist irgendwie Geschick im Handeln. Aber Pitta-Temperament, feuriges Temperament, kann umschlagen in Ärger und Wut und dann kannst du wütend werden. Wir finden das ja auch in der griechisch-römischen und mittelalterlichen Säftelehre. Dort gibt es auch den Choleriker. Der Choleriker ist wie der Pitta-Typ. Er ist voller Feuer, kann viel bewirken, aber er kann eben auch leicht wütend werden. Und im Ayurveda würden wir sagen, wenn du schnell wütend wirst, dann hast du zu viel Pitta, dann gilt es, dieses wieder zu besänftigen. Und das erreichst du, indem du dir etwas Zeit nimmst, indem du etwas Entspannungstechniken übst, indem du meditierst, indem du singst und so weiter. Und so wird dein Pitta weniger werden, wirst du nicht so schnell wütend sein. Im Spirituellen können wir aber auch von drei Arten von Ärger und Wut sprechen. Im Yoga teilen wir alles ein in Sattvik, Rajasik und Tamasik. Sattvik wäre rein und gut, so gibt es zum Beispiel einen gerechten Zorn. Rajasik wäre egoistisch, wenn du selbst zurückgesetzt wurdest. Und Tamasik ist einfach, wenn du wütend bist, ohne Sinn und Verstand und wenn du einfach in diesem Gemütszustand verharrst, vielleicht auf einer Illusion heraus und dann schlimme Dinge tust für dich und andere. Also, auf sattwige Weise wütend zu sein, heißt, du siehst eine Ungerechtigkeit, du siehst, dass etwas nicht richtig ist, das gibt dir Energie. Und man könnte auch sagen, der Ursprung der Emotion Wut ist, damit man in der Lage ist, sich für das Gute einzusetzen. Natürlich, wenn du wütend bist, nicht immer ist es gut, die Wut gleich rauszuschreien, mit Dingen zu werfen und so weiter. Aber wütend zu sein, kann dir erstmal zeigen, vielleicht stimmt da etwas nicht, ich muss mich einsetzen. Dann ist trotzdem gut, 10-mal tief mit dem Bauch ein- und auszuatmen, vielleicht eine Nacht drüber zu schlafen und dann eine geschickte Vorgehensweise zu überlegen. Aber wütend sein kann eben auch hilfreich sein. Egoistisches Wütend sein, also rajasige Wut, rajasiges Wütend sein, ist ein egoistisches. Wenn dein Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist, wenn Dinge anders gelaufen sind, als du es gerne wolltest, wenn der Zug vorzeitig abgefahren ist, wenn die Bahnschranke runtergegangen ist, wenn du dein Kleingeld vergessen hast, so viele Möglichkeiten, wütend zu werden. Diese wütend sein, nur weil deine Erwartungen nicht erfüllt wurden, weil irgendwo du nicht bekommen hast, was du willst, das sind Dinge, die ein spiritueller Aspirant überwinden sollte. Es gibt viele Techniken, Wut zu überwinden. Gleichmäßig atmen oder langsamer ausatmen als einatmen kann beitragen. Oder einen flotten Spaziergang, 2-3 Gläser kaltes Wasser trinken. All das hilft, das Wütendsein überwinden. Tamassiges Wütendsein, tamassige Wut, tamassiges Wüten. Manche Menschen sind einfach wütend, ohne Sinn und Verstand. Sie sind einfach wütend über einen anderen, ohne dass der irgendetwas dafür getan hat. Sie sind alle vollkommen verblendet und sie ärgert etwas, was gar nicht da ist. Und wenn du mit einem solchen Wut eines anderen konfrontiert bist, weißt du gar nicht, was du machen kannst. Letztlich kannst du nur den Schauplatz des Geschehens verlassen und hoffen, dass der andere wieder zu sich kommt. Eventuell kannst du den Kopf einziehen und die Schultern heben,
und so ein bisschen in Deckung gehen. Wenn ein solcher wütender Berserker da ist, manchmal gilt es, Ruhe zu bewahren. Manchmal musst du dich fragen, ob deine Wut vielleicht eine tamassige Wut ist und ob du vielleicht besser damit aufhörst. Und im Umgang mit anderen musst du überlegen, hat der Mensch vielleicht doch einen guten Grund, wütend zu sein? Und ist es vielleicht doch nicht so falsch, dass er wütend ist? Und hat er nicht vielleicht einen Punkt? Ja, vielleicht kannst du auch einen Kommentar schreiben, vielleicht hast du Erfahrung damit, wütend zu sein und wann es vielleicht gut war und wann vielleicht was Gutes bei rausgekommen ist und vielleicht auch, als deine Wut eher Schlimmes bewirkt hat. Teile es doch mit anderen. Danke. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de